Hallo! Hallöle. Da sind wir wieder im Keller der Psychiatrie von Medford Asylum. Ist das richtig? Ja, ich glaube schon. Paranormal Ja, Case. genau. Jetzt fängt es auch langsam an, ein bisschen paranormal zu werden, zumindest zeitweise. Und ich glaube, wir können hier in diesem Raum weitergucken. Hoffe ich. Ladebildschirm ist schon mal gut. Ah ja, das Fotolabor. Dieser Raum war bestimmt das Fotolabor. Als hätte jede Psychiatrie automatisch ein Fotolabor. Eine Wasserpumpe, das passt doch hervorragend. Ach so, damit wir das Wasser von der Pfütze wegpumpen können. Wäre auch ganz gut, wenn wir weiter überleben wollen. Ja, stecken wir mal kurz in unsere Hosentasche. Moment, gab es da noch irgendwas? Nee, im Moment noch nicht. Da kommt. Wir dürfen bestimmt den Schrank durchsuchen oder das Regal oder sowas. Das kommt Oder bestimmt noch. beides. Ja. Okay, dann probieren wir das mal aus. Ach, da hinten in die Ecke. So. Oh, es war klar. Es war so klar. Okay, es fehlen noch Bestandteile. Ich habe schneller das Gitter durchgeschnitten als den Schlüssel gefunden. Also brauchen wir jetzt was zum Gitter durchschneiden. Moment. Okay, hier ist schon mal nichts. Vielleicht ist in unserer Zelle Was? etwas. Ja, oder hier im Schrank. Aber ja, erstmal dürfen wir den Schrank angucken. Okay. Oh. Gut. Das kriegen wir jetzt ganz schnell hin. So. Eine Feder ist auf diesem Topf, wo auch die Pinsel und so drinne sind. Ah, okay. Jetzt brauchen wir also so eine Vogelschreibfeder. Und in dem Topf ist noch eine Feder drin sogar. Oh ja, ganz gut. Die hätte ich jetzt nicht gesehen. Jetzt dachte ich gerade ernsthaft, dass da irgend so ein Vollidiot so ein Bayern-München-Logo da hingeklebt hätte. Aber nein, Gott sei Dank nicht. Das Bügeleisen sticht noch ziemlich Ja. hervor. Ich habe jetzt mich natürlich gar nicht mal auf die Angelrute versteift und finde sie nicht. Und bin schon wieder frustriert. Ist das hier Angelrute? Nee. Auch nicht. Dann halt nicht. Federflamme. Fehlt noch eine Feder, ja, genau. Aber jetzt ist nicht die Schreibfeder gemeint, oder? Nee. Ja, klappt gut, super. Bin ich jetzt blind oder? Vorhängeschloss, okay. Also wenn ich jetzt irgendwas gar nicht finde, dann schaue ich, dass ich erstmal zum nächsten Begriff komme. Thermometer, Lineal. Mich nervt ja gerade der Flipflop, der müsste eigentlich herausstechen. Ja, sollte man meinen. Ja. Moment, Besen. Mich nervt die blöde Angelrute. Ich meine, die kann doch eigentlich nur hier an der Seite sein. Aber irgendwie. Ah, Moment, da ist die Angelrute. Da oben quer. Ist das die Beißzange? Nö. Feder, Flipflop, Flachmann, Beißzange, Seil. Im oberen Regal hinter dieser roten Schachtel, da ist der Flipflop. Ein bisschen weiter links. Dahinter. Hä? Ein bisschen weiter rechts und hoch. Ach Da. Gott, ganz dunkel. Okay, den hatte ich jetzt echt nicht gesehen. Ich sollte vielleicht mal hier kurz meinen Monitor ein bisschen kippen, dann sehe ich auch ein bisschen mehr. So. Feder. Ich glaube, die Federn sind auch hinter dieser Box. Hier oben? Nee, ein Ach bisschen da.
Meinst du das hier? Ja. Nee, das war jetzt keine, aber ich habe gerade eine Pfeife gefunden, falls wir mal irgendwann eine brauchen. Ich dachte nämlich auch, dass vielleicht diese Feder gemeint ist, aber die wollte er ja auch nicht. Ist das hier eine Feder? Nee. Flachmann. Flachmann müsste doch eigentlich auch ganz gut zu sehen sein. Da. Nee. Da ist der Flachmann. Beißzange und Seil. Die Nee, Beißzange und müsste ja Feder. auch. Ja, halt so eine Kneifzange nehme ich halt mal an. Links oben in der Ecke, neben der roten Schachtel. Die Rohrzange? Nee. Nee, okay. Wir wissen nämlich noch, dass das Spiel gerne einen Begriffe. Anderen Ja, genau. Da ist die Beißzange. Ja, aber das hätte tatsächlich gut sein können, dass sie mit Beißzange eigentlich die Rohrzange meinen. Jetzt brauchen wir immer noch eine Feder. Ich denke halt immer, das könnte halt nochmal. Das war jetzt halt irritierend. Das war einmal eine aufgemalte und einmal eine richtige. Das heißt, es kann eigentlich alles Mögliche gemeint sein. Es könnte im schlimmsten Fall auch nochmal so eine Spiralfeder sein. Aber das glaube ich jetzt fast nicht. Das ist übrigens nochmal so eine Geisterfigur. Die sieht man im ersten Moment gar nicht. Die sind mittlerweile immer mehr verteilt. Die ja. müssen irgendwas bedeuten. Dieses Schwarz über dem Gehstock neben dem Regal ist ja keine Feder, oder? Nee. Was soll das sein? Puh, irgendwie so ein Beutel oder so. Da ist die Feder. Ein Ventil. Oh Gott, ein Ventil. Wie sieht in dem Spiel ein Ventil aus? Das hier? Nee. Ja. Super. Ein Ventil kann auf tausend Arten aussehen. Ich habe einmal einerseits so ein Fahrradventil im Kopf. Aber es gibt ja auch noch andere. Im oberen Regalfach, vor dieser blauen Flüssigkeit mit dem... Das rote hier? Ja. Ja, richtig. Super. Das ist aber eigentlich ein Ventilrad. Eigentlich schon, ja. Ja, gut, man kann es auch als... Ja, ja, ich lass es mal. Das Spiel hat schon unlogischer gedacht. Okay, haben wir jetzt alles schon, was wir brauchen, oder? Glaube ich noch nicht. Hallo. Hätte mich irgendwie. Nee, ich glaube, es fehlt noch was. Das sieht ja, auch da so. Ja, da fehlt noch irgendwie was, glaube ich. Da können wir nichts mehr suchen. Da dürfen wir noch mal suchen. Okay. So. Das sollte jetzt kein Problem sein. Hier kennen wir uns ja schon aus. Da ist ein Lippenstift. Ja, der ist... So. Schädel hatten wir sogar schon mal. Krawatte. Den Kreisel hatte ich vorhin schon mal gehabt. Okay. Achso, zwischen den Beinen. Ja. Ja, lassen wir mal so stehen. Ja. Der Kreisel zwischen den Beinen. Da ist der Anhänger. Die Brille hatte ich schon gesehen vorhin. Was nicht heißt, dass ich sie jetzt wiederfinde. Da. Eine Teigrolle. Ja, ist ja auch das Erste, was ich in so einem Raum suchen würde. Eine Teigrolle. Okay. Bloß die sehe ich nicht. Drei Rasierer.
Equipment. Also, sie wollen Rasiermesser. 2, 3. Streichholz, das hatte ich auch schon gesehen. Nagelschere. Du hattest ja vorhin schon mal eine Schere angeklickt und dann war es die nicht. Ja, aber das ist so eine ganz große. Das, nee. Die ist es nicht. Da ist eine Pinzette. Was ich mir vorstellen kann, dass jetzt mit Nagelschere so ein Clipser gemeint ist. Ja, genau, so ein Nagelknipser. Der da hinten vielleicht. Genau. Also schon mal automatisch an was anderes denken. Teigrolle und Gewicht und Streichholz. Okay, Gewicht, da weiß ich zumindest, wie es aussehen sollte. Steht das hier vielleicht dazwischen? Teigrolle. Also die meinen doch damit so Nudelholz, nehme ich an, oder? Entweder das oder sowas Frühlingsrollen-ähnliches. An die zwei Sachen würde ich jetzt denken. Ach so, ja, stimmt. Das könnte natürlich auch noch sein. Wobei eine Teigrolle hier irgendwie schon wieder besser reinpassen würde. Also wirklich so ein Nudelholz. Ja, am besten wir nehmen das hier. So. Ja, das war es auch. Ja, das Streichholz und das Gewicht. Ich glaube, das Streichholz hatte ich sogar schon mal gehabt. Das kam schon in mehreren Bildern vor. Wir hatten schon einiges an Streichhölzern. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier schon mal eins gesehen hatte. Streichhölzer sind ja blöderweise auch nicht besonders groß. So. Gewicht. Da hinten vielleicht? Nein. Immer diese zwei verfluchten Gegenstände. Ja, meistens ist ja nur einer. In letzter Zeit oder vier. Hatten wir auch schon. Ich komme davon nicht weg, dass das Gewicht, das schaut ja so ähnlich aus wie so ein komisches Fläschchen, dass das vielleicht da irgendwo dazwischen steht, aber... Das Streichholz liegt im Hals vom Kopf. Oh ja, ganz gut. Oh, und das muss man wirklich ganz genau anklicken. Okay. Hoffentlich habe ich jetzt beim Gewicht nicht so eine völlig falsche Vorstellung. Aber normalerweise ist das ja so ein Gewicht, was man auf eine Waage draufsetzt. Ja. Ich glaube, wir haben alle gerade dieselbe Vorstellung. Ja, schon. Puh. Am Ende denkt das Spiel... Ich habe es gerade gefunden. Eigentlich sah es eher aus wie eine Kaffeemühle, aber egal. So, Schneidzange. Ja, die da, oder? Wahrscheinlich. Ja. Okay. Packen wir die da auch mal irgendwo... Nee. In dem einen Raum war doch ein Schrank. Ach ja, richtig. Gemeint hast. Ach ja, genau, wo sie noch gesagt hat, den kriege ich leichter aufgeschnitten als... Ah. Oh mein Gott. Oh. So. Becken. Eine Schaufel sollte ihr eigentlich auffallen. Das ist, Ja, sollte. Ist es vielleicht hier hinten dran? Ja. Das war so ein Spaten. Moment, Videokassette habe ich doch gerade gesehen. Da. Einmal,
Oh, das ist natürlich echt mies hier mit diesem Gitter. Das ist ein Machglas. Ich finde hier gerade irgendwie... Da ist die Luftpumpe. Magazin. Meinen Sie jetzt eine Zeitschrift oder meinen Sie jetzt... Sie meinen eine Zeitschrift, okay. Hätte ja auch ein Pistolenmagazin sein können. Plastikflasche. Garnrolle. Und davon gleich drei Stück. Ich versuche mal im Schrank da was zu finden. Ja. Schläger. Was für ein Schläger denn? Springseil, Garnrolle. Ich sehe keine einzige Garnrolle. Diese komischen Fläschchen hier, da gibt es auch mehrere. Die werden wir mit Sicherheit auch nochmal irgendwann brauchen. Im Schrank mit dem Gitter. Ja. Die linke Seite. Ja. Kurz bevor die Tür endet. Da hinten. Ja. Ich spüre, da ist eine Garnrolle. Ein bisschen weit. Genau. Ja, oder? Die kann ich nicht anklicken. Moment, muss ich vielleicht erst das hier aufmachen? Nee. Also entweder ist es falsch oder ich kann es nicht anklicken. Weil der Schrank zu ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat es darauf jetzt nicht reagiert. Moment, da ist, glaube ich, eine Garnrolle da dahinter. Genau. Ah, okay. Wobei, es stimmt schon, das sieht eigentlich mehr so aus. Aber da ist nochmal eine. Und da ist eine. Dann war es einfach falsch. Ja. Sah halt, wie gesagt, danach aus. Genau. Ich weiß, ach, der Tischtennisschläger. Jetzt ja. Jetzt brauchen wir noch das Springseil. Das war der erste Begriff, nachdem ich geguckt habe und den habe ich nicht gefunden gehabt. Springseil. Vielleicht das Schwarze auf dem Boden, was ein bisschen auch unter dem Schrank ist. Richtig. Und der Schlauch. Okay. Sie schreiben hin ein Schlauch und jetzt ist es plötzlich ein Rohr. Das ist... Ja. Ohne Worte. Also jetzt packen wir den Schlauch dahin. Oh, okay. Stellen Sie die Rohre schnell um das Wasser abzuleiten, bevor die Pumpe überschwemmt wird. Oh Gott, jetzt geht es auch noch auf Zeit, oder? Okay. Oh! Und wie das auf Zeit geht. Oh Gott. Moment. Nee. Kann ich das so... Ah, okay, so geht das. Ach, das darf ich gar nicht, oder was? Hä? Warum darfst du da nichts hinsetzen? Das ist doch... Ich habe keine Ahnung. Ja, weil manche fest sind, anscheinend. Okay, ich habe aber mehrere Versuche. Ich würde versuchen, oh, nochmal ein langes Mittelteil da reinzusetzen. Ja, irgendwie passt es hier nicht. Ich darf auch nicht alle verwenden. Ach, Moment. Vielleicht mit einem anderen anfangen? Also nicht mit einem geraden, aber... So. Ja, weil diese Kreuzungen hier, die sind fest. So. 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 Ja, und da darf es schon mal nicht hin. So. Ah,
verdammt, das wollte ich doch gar nicht. Ja, okay. Aber jetzt habe ich zumindest verstanden, wie es geht. Also diese abgebrochenen Teile, die sind fest. Die kann ich nicht verschieben. Und da kann man auch nichts mehr einfügen. Richtig, gut. Genau. Das heißt, hier muss ich auf jeden Fall nach oben. So. Und dann muss ich rüber. Quer. Was nochmal quer? Nee. Nee, wieder quer runter. Ist falsch. Runter, genau. Runter. Dann eins, was nach rechts geht. Genau. Ah, jetzt ach, war ich eigentlich ja, wieder jetzt langsam. Nach unten. Hier komme ich nirgends durch. Ja, genau, okay. So. So. Dann runter. Oh. Jetzt wieder nach... Nee, halt, das war falsch. Ich glaube, ich muss eher so rum. Und dann hätte ich dann wieder nach unten gemusst, verdammt. Hier unten rum dann. Oh, da musst du aber richtig schnell sein hier. Ja, die Zeit läuft wirklich sehr schnell, muss ich sagen. So. Ja. Und jetzt habe ich noch jede Menge Zeit übrig. Ja, das macht schon, das macht doch wirklich Spaß, aber da musste man jetzt wirklich schnell sein. So. Es hat die, ja. Ah, okay. Das Wasser wurde abgepumpt. Ich sollte trotzdem auf dieses Kabel achten. Ja gut, ich will ja da nicht reinlangen. Dann können wir jetzt hier weitermachen. Oh. Geistererscheinung. Okay, sie vermutet einen Luftzug. Und wir haben hier ein Fotoalbum. Eine Radierung, die eine Lobotomie darstellt. Ui. Da freut sich der Alex bestimmt. Wir haben uns ein bisschen mit dem Thema Lobotomie mal befasst gehabt. Ich habe noch nie einen fürchterlicheren Ort als dieses Krankenhaus gesehen. Okay. Ich muss an der Stelle zugeben, ich habe mich auch mal damit befasst. Denn ja. Es gibt ein Spiel, in dem das vorkam. Aha. Und da war ich dann schon ein bisschen neugierig, natürlich. Was war denn das für ein Spiel? Town of Light. Das sagt mir jetzt tatsächlich nichts, muss ich ehrlich zugeben. Wir haben uns damit mal ein bisschen beschäftigt, nachdem wir den Film Shutter Island gesehen haben, der übrigens ganz, ganz toll ist. Und ja, immer wenn es so um so Krankenhäuser oder Psychiatrien geht und sowas, dann ist immer sehr schnell das Thema Lobotomie dabei, wenn es so ein bisschen Gruselfaktor haben soll. Weil, ja, Lobotomie ja schon relativ furchteinflößend ist. Und wenn man überlegt, wie regelmäßig oder wie häufig die praktiziert worden ist, es war ja, glaube ich, so in den 60ern, wo das so definitiv nichts für schwache Nerven auf jeden Nein. Fall. Also für alle, die jetzt nicht wissen, was Lobotomie ist, übrigens in dem Film From Hell mit Johnny Depp, die Jack the Ripper-Verfilmung, da ist auch die Lobotomie ein Teil, also ein Handlungsteil. Es wurde letztendlich den Leuten eine Art Pickel, also eine Art wie so ein Mini-Eis-Pickel, in den Kopf gestoßen, meistens durch die Augenhöhle oder auch mal durch die Schläfen, um bestimmte Gehirnteile abzutöten, damit die Leute, um sie so zu heilen von Depressionen oder Geisteskrankheiten und so. Und es wurde ziemlich häufig durchgeführt, unter anderem übrigens auch bei der Schwester, glaube ich, von John F. Kennedy. Ja, damals sehr oft verbreitet, heute Gott sei Dank nicht mehr. Heute nicht mehr, Gott sei Dank. Also der Arzt, der das erfunden hatte, war total erfolgreich, bis man halt mal gesagt hat, stopp, das kann jetzt ja nicht gut sein. Ich glaube, der hat sogar einen Preis bekommen. Ja, mehrere. Also der ist dafür ausgezeichnet worden und alles. Und irgendwann hat man halt gesagt, nee, ist jetzt nicht so der Brüller, ist veraltet. Und aber der war sehr erfolgreich. Der hat das quasi am Fließband praktiziert, diese Lobotomie. So, was haben wir jetzt hier? Dieses Tonbandgerät scheint zu funktionieren. Wir haben allerdings keine Tonbandkassette. Also werden wir da jetzt noch nichts machen können. Aber wir können den Schreibtisch durchsuchen, das ist schön.
Wir sind zwar eigentlich am Folgenende, aber das machen wir jetzt noch schnell. Das schaffen wir jetzt. Wir bemühen uns, definitiv. Genau, das machen wir jetzt ganz vorbildlich, richtig zügig. Zwei Origamis. Die Reißzwecken liegen unter dem ganzen Papierkram. Sie sind auch ziemlich bunt. Bisschen weiter nach rechts. Ja. Okay. Oh, erstmal wieder hier orientieren. Das ist die Schere. Da, wo dieser Bleistifteimer ist, wo die ganzen Bleistifte sind, dahinter ist die Brille. Ein bisschen weiter nach links. Hier ist die Brille. Ja, schon richtig. Ich habe die jetzt echt nicht gesehen. Okay, Ach, schon wieder so eine blöde Pfeife. Oh, ich glaube, die habe ich eben sogar schon gesehen. Aber... Eine Rauchpfeife oder eine Trillerpfeife? Ich glaube, es war eine Rauchpfeife, aber... Schau mal. Ja, man nimmt es dann nur so ganz unterbewusst wahr und guckt dann gleich weiter. Vielleicht wechsle ich jetzt sogar schon die Rätsel. Pff, alles gut. Zwei Briefmarken brauchen wir auch noch. Moment, da ist eine. Da ist die zweite. Ich halte mal Ausschau nach der Pfeife, definitiv. Ja, ich suche gerade mein zweites Origami. Da. Fernrohrdiskette. Pfeife und Tee-Ei. Ganz rechts oben in der Ecke, hinter dem Buch. Vielleicht ist das die Pfeife. Das ist die Pfeife, ja. Na, schaffen wir den Rest doch jetzt auch noch. Ist das das TI? Ja. Ja. Fernrohr sollte... Ja, wenn das irgendwie so zusammengeschoben am Rand von irgendwas klebt... Ist das Fernrohr vielleicht das... Okay. Ich wollte schon gerade meinen, dass das vielleicht wieder ein sehr weitläufiger Begriff ist und damit das Objektiv der Kamera gemeint ist. Das hätte auch sein können, das stimmt, ja, aber in dem Fall mal nicht, was mich ja schon fast wundert. Bei Diskette kann man eigentlich nicht viel interpretieren, also Diskette ist Diskette, ich nehme die da. Und das ist oh, das war schon. Und der Flügelstab, bitteschön. Ich habe doch gesagt, das geht ganz schnell. Sie behalten den Gegenstand, den Flügelstab. Ich weiß zwar noch nicht, was wir damit machen... Aber das erfahren wir in der nächsten Folge. Genau so ist es. Macht's gut, bis dann. Tschüss. Ciao.